Stehen heißt das Spiel. Und da kommt auch noch mal Corinna, die bringt Schuhe, weil beide Dankeschön. Ziehen sich jetzt die gleiche Art von Schuhe an, damit da aber wenigstens kein gerade nicht die Hände. Oder nee, die Hände werden jetzt nicht mehr gebraucht. Jetzt geht es wieder um den Kopf. Eine reine Kopfsache. Und da bin ich gespannt, wie ihr das macht. Ihr ahnt es bereits. Ihr müsst einfach nur mit den Füßen auf diesen beiden Sockeln stehen, ohne den Boden zu berühren. Wie lange? Bis einer runterfällt. Eine Runde. Länger als die andere. Wer länger auf dem Sockel steht, gewinnt dieses Spiel. Naja, das zählt natürlich auch direkt mit Aufsteigen, ne? Es hilft uns ja keiner beim Aufsteigen, ne? Ich warte kurz. Ihr könnt euch Position suchen. Ah, okay. Da helfe ich auch gerne ein bisschen. Könnt ihr abstützen bei mir. Aber ja. Sobald ich zurückgehe oder sage, es geht los, das ist ein bisschen seid ihr auf Aufregung. Euch alleine gestellt. Oh, warte. Ui, einmal kurz so, nur ganz kurz. Entschuldigung. Also dieses, was war das nochmal eben mit dem Ball und dem Schläger? Wie hieß das noch? Pickel. Das, oder, ach, nee, das Ballspiel, das Pickleball. Oi, ja. Das hat mich schon so ein bisschen K.O. gemacht. Ich auch? Ich mach kurz mit. Ja. Ist ja jetzt auch egal. Ja, warte, oder? Ich auch. So. Oh, jetzt noch mal die Regeln erklären. Ja. Ja, ihr müsst einfach nur auf diesen Dingern stehen. Ja, okay. Stehen. Das ist nicht viel, das ist nicht sehr kompliziert. Okay. Gut. Wir müssen aufstehen, ne? Danke. Ja. Okay, ich komm hier. Oh, so. Ah, okay. Also. Aber ich merke meinen Körper. Merkst du den auch? Ja, ich merke den, ja. Also. Jede Sekunde merke ich mal. Also, mein Mann hat mich letzte Woche durch den Tanzsaal geschleppt. Ich würde sagen, das heute hat es übertroffen. Hoi, 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 hoi. Gut. Oh. Wie gesagt, warte, ich lege mal die Karten weg. Ihr könnt auch noch meine Hand nehmen, um euch zu positionieren. Sag mal, ihr probt doch solche Spiele, ne? Ja. Was ist da? Wie lang ging das? Ja, was ist da? Also. Das kann man tatsächlich nicht sagen, aber wir hatten von 2 bis 8 Minuten. Was? Aber wir hatten auch mal 5 Sekunden, also sofort unten. Aber das wollen wir hier jetzt nicht wirklich sehen. Ja. Also das Konzentration gefragt von Anfang an, das ist wirklich extrem wichtig. Und dann. Zu suchen ist mega. Ja. Du entscheidest das. Wollt ihr meine... Geht's schon los? Naja. Warte. Alles gut? Dann... Nee, warte. Nee. Warte. Läuft schon, bitte. Jetzt. Es klingt also... Du musst da weggehen, Elton. Deswegen habe ich mich umgedreht. Extrem einfach, ne? Einfach nur stehen. Aber das sind eben kleine Sockel. Meine Beine, ey. Und wir können euch beide verstehen. Also, das ist jetzt auch ein Duell im Kopf. Alles ausblenden, was bisher war. Und jetzt hier. Entweder wird die Konfettikanone ausgelöst oder wir kommen mit Gleichstand zum allerletzten Spiel. Das entscheiden die beiden jetzt hier selbst. Sind um. Irgendwann kommen wahrscheinlich auch noch
Probleme mit den Beinen dazu, also Ermüdung. Aber jetzt erstmal die Konzentration halten. Keinen Fehler machen. Nicht zur Konkurrentin schauen. Wir nähern uns den 2,5 Minuten. Wird es noch ein Spiel geben oder ist es das hier? Im Augenblick keine Vorhersage zu treffen. Beide stehen stabil, aber es sind eben auch schon 3 Minuten. Matchball verwandelt oder abgewehrt. Wir nähern uns den 4 Minuten. Und die sind genau jetzt erreicht. Nein, 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 da ist sie unten und es geht weiter. Es geht weiter. Aber stark. Es geht in das Stechen. Was für eine Leistung von beiden. Ja. Das war echt gut. Ey, meine Beine haben so gezittert da drauf. Ich hab's gesehen bei beiden, aber du warst ja einmal schon mal ganz kurz. Ja. Hast du dich tatsächlich auch wieder gefangen und dann noch wieder 2 Minuten durchgehalten. Also... Wahnsinn! Wahnsinn! Das hatten wir lange nicht mehr. Diesen Punktestand hatten wir tatsächlich schon Ewigkeit nicht mehr. 60 zu 60. Und wir kommen zum Stechen. Wir kommen jetzt zum alles entscheidenden Spiel.